Wir sind ein Intensivtransportbus aus Ulm und wir haben gerade 4 Patienten aus Heidelberg geholt und fahren die in verschiedene Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Der gehört dem Roten Kreuz in Ulm über das Sozialministerium und wir wurden beauftragt. Sie sehen ja meine Kleidung, es ist ein infektiöser Transport. Also wir müssen auf uns und die Umgebung aufpassen. Für das, dass dieses Fahrzeug extra dafür gebaut wurde und wir das heute in dieser Form das erste Mal machen, lief es erstaunlich gut und wir sind sehr zufrieden. Wir haben 4 intensivpflichtige Patienten dabei, wir haben 2 Notärzte hinten drin an Bord und wir müssen natürlich die Vitalfunktion wie auf jeder Intensivstation beobachten. Der Bus wird nachher sehr aufwendig desinfiziert, das zeichnet ihn aber auch aus, er ist extra dafür gebaut worden. Er ist meines Wissens nach weltweit im Moment der einzige, der komplett desinfizierbar ist und der eben 4 infektiöse Patienten voll intensivpflichtig fahren kann. Wir wischen den Patiententeil aus, komplett jedes Teil, alles was in den Patientenraum war. Alle Einwegartikel werden weggeschmissen, alles was abwischbar ist, wird abgewischt. Es ist ein großer Raum, wo 4 verschiedene Patienteneinheiten sind, aber es ist ein Raum. Also wir können keine Nicht-Infektiösen und Infektiösen gemischt fahren, das geht nicht. Ich finde es eher traurig, dass die Patienten es austauschen müssen, weil die Bevölkerung sich nicht dran gehalten hat. Meine persönliche Meinung. Wir haben im Bus hinten 7 plus Fahrer plus das Begleitfahrzeug. Nochmal 2 Personen. Wir hoffen es alle, dass sich die Leute so dran halten, dass wir in Ruhe Weihnachten genießen können, wie die Intensivstationen hoffen das ja auch. Aber wie erfolgreich wir mit dieser Hoffnung sind. Ich finde das sehr gut, dass die Zusammenarbeit zwischen den Kliniken Baden-Württemberg weit wohl sehr gut funktioniert. Ich fände es gut, wenn das bundesweit so wäre und nicht jedes Bundesland sein eigenes Konzept fahren müsste. Ich finde es schade, nochmal gesagt, dass es überhaupt so weit kommen musste. Thank you.